Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwester, Gott tut Wunder. Aber warum erlebe ich Volken diese Wunder nicht? Weil sie uns Christenleben als Volken mehr in der Church, wir machen uns dort gemütlich, wir sehen, dass die Mission irgendwie andere tut. Aber wenn wir wirklich von Jesus Zeugnis geben, wenn wir das Evangelium wieder verteilen an andere Menschen, dann können wir damit rechnen, dass Gott Wunder tut. Dort wirkt so, als Paulus und Barnabas rutschen, da wo der Heilige Geist an Hand schätze, da fangen sie auf einmal Wallerstand. Da wird ein Mann, der wird besäte und der wird an jenen anreden. Und dann nahmen sie das Wort und sagten, nu wird Gott eingeriepen in dein Leben. Und in dem Moment wird der Mensch blind. Gott weiß seine Macht. Gott tut Wunder. Focken heilt Gott Menschen. Besetene wurde frei. Und was dort passieren kann, dort hat wie reit seine Rüte gehen. Wie selbst hat er reit seine einen Schritt tun im Glauben. Und wenn wir den Schritt nicht tun wollen, wenn wir lieber tüß bleiben wollen, wenn wir lieber in unsere Bench eine Church gemütlich setzen wollen und nicht was andere tun, dann kann es sein, dass wir die große Wunder Gottes gar nicht erleben wollen. Weil Gott hat uns nicht erlöst, damit wir einen Stuhl in der Church warm holen jeden Sonntag. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat uns unsere Sünde vergibt. Und Jesus hat uns erlöst, damit wir ruht können in der ganzen Welt in das Evangelium wiedersehen. Herr Jesus, verzeih uns, dass wir so vorken die Erlösungsbotschaft für uns behalten haben. Dass wir so egoistisch sind in unserem Christenleben. Und Herr, ich bete, dass du unsere Augen aufmachst und unseren Vieh am Hut gibst, dass wir ruht können, so ist Paulus, so ist Barnabas, dass wir ruht können und andere Menschen von dir vertalen und Bro von deinem Namen reden und dass du dann auch Tätchen und Wunder tust. Das bete ich an dir, Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Top mocht bi de Nume Jesu groß schriebe über Paraguay in de Welt. Kontaktier uns unja info@jesusresponde.com.